Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Wir müssen irgendwo dahin. Da war das gewesen. Oder da? Wir gehen hier Ich hin. Wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Auf die Map schauen, wir sind falsch. Ist doch echt nicht wahr. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Dann fliegen wir jetzt mal dahin. Sagen wir, hier ist aber falsche Map jetzt. Ob wir jetzt hier so viel richtiger sind. Ja. Ich denke mal, irgendwie müssen wir da... Wir müssen irgendwie hochreiten. Ich sehe keine andere Möglichkeit, Leute. Das ist hier echt verwirrend gerade, hier wo man hinkommt. Hammer. Noch ein Business-Objekt. Fällt mir gerade ein. Ich hoffe, dass sie jetzt irgendwie richtig sind. Ich vermute mal genau das Gebäude, wo wir es drauf zureiten. Seht ihr das? Da müssen wir hin. Das würde Sinn machen. Oder da irgendwo. Ist ja echt Hammer. Wir müssen da runter irgendwie. Ey, das ist jetzt mal ein Weg, echt.
Naja, so sehen wir ein bisschen was von der Landschaft von Alderaan. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist noch zu hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt hier runter durch können. Ich hoffe mal, dass wir jetzt richtig sind. Ich denke mal, jetzt sieht's gut aus. Okay. Mal kurz auf der Map orientieren. Ah, wir sind fast da. Aber Leute, was für ein Weg. Das hätte man doch ein bisschen besser organisieren können. Sehr schön. Wie groß ist die Anlage? Nicht sehr groß. Und warum liegt da jemanden, den wir aufsammeln können? Hä? Hier waren wir gar nicht gewesen. Sehr seltsam. Dreizehn von 15. Kommt der rübergelaufen hier? Komm mal her hier. Hi. Seid vernünftig, Duke. Euer Streben nach Frieden ist töricht und unangebracht. Lord Neferit will nur das Beste für das Haus Thule. Den bedingungslosen Sieg. Und ich soll dafür Organa verraten. Wer zum Himmel seid ihr? Diese Frau ist nicht eure Verbündete. Sie markiert euch für euren Tod. Markiert mich? Ich verstehe nicht. Das ist ein Trick. Das Haus Organa hat ihn geschickt, um euch zu töten. Ich warne euch. Ich bin bereit, euch zu töten. Lord Neferit hat mich für den Kampf gegen einen Jedi trainiert.
Und was ist mit zwei Jedi? Wachen, verteidigt den Duke. Okay, Aliena. Es ist so schön, dass du gegen einen Schildbaum bist, gegen den Jedi zu kämpfen. Das hilft jetzt aber gerade leider etwas wenig. Wenn ihr mich schon töten müsst, so sagt mir wenigstens warum. Der Jedi ist nicht euretwegen hier, Narr. Aber das spielt auch keine Rolle. Niemand wird der Reinigung Lord Nefarids entgehen. Ihr seid beide tot. Genau wie alle anderen, die um Frieden betteln. Da ihr die letzte Person seid, die markiert wurde, werdet ihr zuerst fallen. Lord Nefarids Pläne sind offensichtlich. Gebt mir die Zielvorrichtung. Versucht gar nicht erst, die Markierung von euch zu entfernen. Ich habe die Zielvorrichtung gerade außer Betrieb gesetzt. Dann haben wir genug von euch gehört. Dank diesem verfluchten Weib sind wir beide dem Tod geweiht. Außer wir arbeiten zusammen. Ich kooperiere gerne mit euch, Duke. Ich wusste gleich, dass es besser ist, diesen Sith im Auge zu behalten. Widerwärtige kleine Kerle wie er führen immer etwas im Schilde. Er benutzt einen Bergbunker als Basis. Ich gebe euch die Koordinaten. Tötet ihn, wenn ihr könnt. Wie stark ist diese Basis verteidigt? Der Bunker hält sogar Torpedobombern stand. Und innen wird es auch nicht einfacher. Ihr habt einiges vor euch. Ich versuche, den Raumhafen zu erreichen und dem Todessiegel zu entgehen. Für den Fall, dass ihr es nicht schafft. Aber zuerst muss diese Verräterin sterben. Wartet. Vielleicht hat sie wichtige Informationen. Ich hoffe, ich lebe lange genug, um sie persönlich zu verhören. Geht, haltet Nefarid auf. Für unser beider Leben. Das werden wir auf jeden Fall. Meister Orgus, das Todessiegel wurde zerstört, aber ich wurde vorher markiert. Darth Angerals Schüler hat mich als Ziel ausgewählt. Ich bin auf dem Weg zu seinem Versteck. Wo seid ihr? Zu weit weg, um dir zu helfen. Ich habe dir im Lager nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe nicht den Schüler gesucht, sondern Darth Angral selbst. Und ich habe gerade seinen Kreuzer gefunden. Wir müssen die Flotte alarmieren. Sie werden ihn zerstören. So einfach ist das nicht. Der Kreuzer ist am Rand des Systems, außerhalb der Reichweite planetarer Sensoren. Er wird jeden Moment in den Hyperraum springen. Wir haben wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Ich gehe an Bord des Kreuzers. Ich wollte nur, dass es jemand weiß. Falls... Ihr seid ein großer Jedi, Meister. Wenn jemand Angral aufhalten kann, dann ihr. Du bist der beste Schüler, den ich je ausgebildet habe. Ich wünschte, ich hätte dich schon früher getroffen. Halte Angrals Schüler auf. Rette Alderaan. Möge die Macht mit dir sein. Orgus Ende. Möge die Macht mit euch sein, Meister. Okay. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier wieder rauskämpfen müssen, sondern wir schauen mal. Wir müssen da rein, seht ihr das? Lord Nefarids Versteck. Ich sag mal so, wir gehen jetzt hier hin. Wir müssen wahrscheinlich sowieso dann auf die andere Map drauf. Ich vermute es einfach mal. Und hier gibt es einen Punkt, wo wir hin können. Ja, das ist ja klasse. Direkt bei ihm vor der Tür. Ah, das gefällt mir. So, ups. So, ich denke mal hier so um zu. Zumindest reiten wir gerade direkt drauf zu, aber ich sehe da eine Mauer. Nein, da ist eine Mauer.
Das ist bestimmt hier hinter, Leute. Hinter diesen massiven Mauern. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier von links hier vorbeikommen. Ich glaube, wir kommen da rein. Wir kommen da rein, das war genau richtig gewesen. Da müssen wir rein. So, ich vermute, dass es einen Bonus gibt. Hi Leute. Schön unten bleiben. Ja. Sehr schön. Wie groß ist die Anlage? Nicht sehr groß. 5 von 15. Ich habe da welche drin gesehen. Ihr mit Sicherheit auch. Gucken wir mal, was noch auf uns zukommt. Dann müssen wir nur wieder zurück. Gefällt mir das. Wie lieb ist, wenn ein Plan funktioniert. So, 11 von 15, das sieht gut aus. Ich denke mal, da oben stehen auch welche rum, aber... Ja, warte, wir sind gleich da. Nee. Wir starten den da oben mal kurz einen Besuch ab. Wir sind ja gar nicht so. Den Bonus haben wir schon mal. Ihr seid wirklich äußerst stur. Ihr seid wohl erst zufrieden, wenn ihr mich wirklich in Schwierigkeiten gebracht habt. Was? Ihr seid erledigt, Sith. Duke Tool und ich konnten eure Spionin schnappen. Das Todessiegel wurde zerstört. Wie enttäuschend. Aber so müssen wohl alle guten Zeiten ein Ende haben. Mein Meister überträgt gerade eine höchst amüsante Holo-Nachricht. Ihr solltet sie wirklich mit mir zusammen ansehen. Es war sehr töricht von euch, meinen Kreuzer alleine anzugreifen, Augustin. Es ist noch nicht zu spät, Angral. Tut einmal das Richtige. Ergebt euch. Zu schade, dass ihr euren Schüler nicht mitgebracht habt. Dann könnte ich euch beide töten. Sagt mir eines, Jedi. Habt ihr Angst zu sterben? Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Wenn es keinen Tod gibt, wo ist dann mein Sohn? Nein! Und jetzt werde ich euch vernichten. Schließlich kann man nicht gegen etwas kämpfen, das man nicht sieht. Die Macht wird mich leiten. Ihr werdet nicht entkommen. Bringen wir es hinter uns. Ich habe eine lange Liste mit Leuten, die ich töten muss. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Der Todessiegellaser ist wieder aktiviert und er ist auf euch gerichtet. Okay, Lord.
Nefraid. Von wegen. So blöd bin ich nicht. Wo ist er hin? Haha, von wegen. Wo ist er hin? Da ist er. Zerstörung kaputt des Todessiegels. Ich vermute mal, dass er da oben ist. Meint das er nicht?